Zimmermann-Azubi Peter Günther hat einen Animationsfilm vollkommen fassungslos gemacht. 50 Minuten voller Verschwörungsmythen. In seiner Berufsschulklasse wurden die als Lehrmaterial verwendet. Praktisch alles, was in der Autorengruppe als übel wahrgenommen wurde in der Vergangenheit, wird den Juden hier in Form von Fabian dem Goldschmied in die Schuhe geschoben. Und so ist es. Mit diesen Worten soll die Wirtschaftskundelehrerin die Filmvorführung beendet haben. Peter Günther war entsetzt. Es wird dargestellt, dass der Geldverleiher Fabian seine Goldschmiedfreunde aus den anderen Dörfern einlädt, um eine Geheimloge zu gründen. Das ist also eine uralte antisemitische Verschwörungstheorie aus dem Mittelalter. Er weihte sie in seine Methoden ein, betonte aber nachdrücklich, dass Geheimhaltung eine unerlässliche Voraussetzung sei. Wäre das Komplott aufgedeckt worden, hätte das ganze System einstürzen können wie ein Kartenhaus. Die Darstellung des Hauptcharakters erinnert einen in der ersten Szene an die anti-jüdische Propaganda der Nazis im Dritten Reich. Das Einzige, was in dem Video fehlt, ist ein Davidstern auf der Schulter und eine klare Benennung. Wie kann es sein, dass derart krude Verschwörungstheorien als Erklärvideo im Wirtschaftsunterricht eingesetzt wurden? Die Berufsschule im sächsischen Löbau lehnt eine Stellungnahme ab. Über das Bildungssystem und die Massenmedien beherrschte er nicht nur die Gemüter, sondern sogar den Verstand der Menschen. Was die Bevölkerung dachte und glaubte, lag im Endeffekt ganz in Fabians Hand. In einer Einschätzung des Films durch den Verfassungsschutz heißt es, Zitat, die fragwürdigen Darstellungen entsprechen klassischen antisemitischen Narrativen, ohne jedoch Juden explizit zu benennen, sogenannter sozialer Antisemitismus. Dass der Film von vielen Rezipienten in einem antisemitischen Sinne verstanden wird, lässt sich auch an den Kommentarbereichen erkennen. Wir haben mit einem Macher des Films gesprochen, mit Verantwortlichen aus dem Bildungsbereich und einer Frau, die die antisemitischen Codes im Film entziffern kann, weil diese teilweise seit Jahrhunderten bekannt sind. Nora Goldenbogen ist die Vorsitzende des Sächsischen Landesverbands jüdischer Gemeinden und war früher Geschichtslehrerin. Was für mich persönlich sehr, ich sag mal so, auch beunruhigend und beängstigend ist, dass diese Geschichte immer anschlussfähig bleibt an die jeweilige gesellschaftliche Situation. Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter und wir leben auch nicht im 19. Jahrhundert. Und wir waren auch der Meinung, wir haben Nationalsozialismus einigermaßen verarbeitet. Aber das ist so nicht. Einer der Unterstützer des Animationsfilms ist der Kopp Verlag. Genau wie einer der Autoren, Jan van Helsing, Co-Produzent beim Goldschmied Fabian. Er wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Esoteriker eingestuft. Im Bericht der Behörde taucht auch einer der Hauptproduzenten des Films auf, der Scientologe Michael Kent, der Herausgeber der Kent-Depesche mit Kontakten ins rechtsextremistische Milieu. Der Scientologe Kent war der Kontaktmann für den Zeichner des Animationsfilms, den Karikaturisten Ralf Alex Fichtner aus Schwarzenberg im Erzgebirge. Seit 1980 hatte er für das DDR-Satire-Magazin Eulenspiegel gezeichnet. Später illustrierte Fichtner Kinderbücher und Krimis. An den Auftrag für die Geschichte vom Goldschmied Fabian kam er über eine Annonce. Ein halbes Jahr lang habe er daran gearbeitet. Damals aus voller Überzeugung. Und heute? Würden Sie den gleichen Auftrag heute nochmal annehmen? Ja. Aber anders machen, teilweise. Genauer. Dass nicht so die Fehler passieren. Denn die wusste ich ja nicht. Weil, ich sag mal so, wo ich das damals gemacht habe, lag in meiner Absicht wirklich, dieses Banken- und Finanzsystem so schlimm wie möglich zu kritisieren, das lag da drin. Das habe ich begriffen und das hat mich begeistert. Und das habe ich also gemacht. So, hinterher wird gesagt, das ist antisemitisch, das ist... Das weiß ich natürlich. Also mit dem Wissen von heute macht man natürlich das anders. Logischerweise. Das sächsische Kultusministerium bestätigt den Eingang einer Dienstaufsichtsbeschwerde.
weil der Animationsfilm als Lehrfilm genutzt wurde. Über Konsequenzen für die Lehrerin darf jedoch keine Auskunft erteilt werden, aus Datenschutzgründen. Der Vorfall sorgte auch im Ministerium für Entsetzen. Das kann man eigentlich nicht fassen und fragt sich, wie sowas passieren kann. Letztendlich aber ist es immer die pädagogische Eigenverantwortung der Schule in allererster Linie und dann auch der Lehrkraft, darüber zu befinden, wie gewisse Lehrplaninhalte vermittelt werden. Und dass dabei dann so ein Film zur Anwendung kommt, das macht einen schon doch sprachlos. Das hätte nie passieren dürfen. Genau wie das Kultusministerium glaubt auch die Lehrergewerkschaft GEW nicht an einen Einzelfall. Das Problem, wenn Lehrkräfte Kompetenzen überschreiten, werde vieles unter den Teppich gekehrt. Hier fehle eine Anlaufstelle. Weil die Schule hat natürlich das Bedürfnis, an vielen Stellen gut dazustehen, Eltern zu signalisieren, wir erledigen hier unsere Pflichten, das machen die auch. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man gegebenenfalls sehr unter sich bleibt und dass man da auch gegebenenfalls versucht, die eine oder andere Situation mehr nicht nach außen dringen zu lassen. Und da wäre eine Stelle, wo man hingehen kann, die wäre da wirklich gut. Berufsschüler Peter Günther hätte sich eine solche Anlaufstelle gewünscht, die bei der Problemlösung hilft. Denn den Animationsfilm über den Goldschmied Fabian findet er durchaus geeignet. Als abschreckendes Beispiel. Ein Wunsch wäre an und für sich, das habe ich auch allen Beteiligten schon klar so gesagt, es geht darum, dass solche Videos ausschließlich im Unterricht Verwendung finden, um auf Antisemitismus und auf Verschwörungstheorien aufmerksam zu machen.